Gut, Shalom Aleichem, liebe Freunde, liebe Chaverim, es freut mich heute in 27 Grad draußen sitzen in eine kühle, angenehme, voll klimatisierten Raum. Und wir werden heute sprechen, mit Gottes Hilfe, über ein Thema, die heißt Chassidut. Chassidut, Chassidus. Chassidut ist eine Eigenschaft, die verlangt von der Mensch, sich übergegeben zu sein zu einer Sache ohne Grenze. Ein Bereich in sein Leben, ein Projekt, eine Sache, das für diese Sache macht er mehr, als man braucht. Okay? Normalerweise macht man das, was man braucht, das, was man muss. Chassidut bedeutet, in irgendeinem Bereich am Leben zu machen Maximum. Zum Beispiel, wenn eine macht, Freitagabend Kiddush zu machen und er will kaufen die schönste, die beste, die leckere Delikatesse Wein. Er sucht immer eine schöne Wein, eine gute Flasche. Es gibt Weinsammlers, weißt du, es gibt Profis, es gibt gute Sachen. Und er ist Chassid bei Kiddushwein, der hat lieb diese Mitzwe. Sehr gut. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Shehakol Nehyah Bidvaro. Chassidut bedeutet, dass der Mensch macht mehr als Shura Sadin, mehr als das, was er muss. Nicht zu denken, was gewinne ich, was verliere ich. Der Mensch überlegt und kalkuliert und schaut die ganze Zeit an sein Leben. Was habe ich davon? Was verliere ich davon? Aber es gibt verschiedene, sollte bei jedem Mensch sein, irgendeine Chassidut. Sie machen das Leben von dem Mensch, zum Beispiel, wenn eine hat lieb Gäste, Achnasat Orchim, ein Gastgeber, okay? Denn was sucht er die ganze Zeit? Gäste. Es gibt in New York Ayid, der heißt Getzel Rubashkin. Getzel Rubashkin kommt aus Russland und dort in Zeit von Krieg hat sein Opa nicht gehabt, was zu essen und was zu trinken und hat mit Menschen gelegt am Eingang vom Tor. Die haben nichts zu essen und der hat sie gegeben Essen und Trinken und Matratze. Ja? Sein Enkel Getzel Rubashkin hat ganze Tag sucht er Gäste. Kommt zu essen, kommt zu trinken, hier ist ein Bett. Hier. Also das ist eine Sache. Wenn eine hat lieb Medizin oder Dann hilft er die Leute zu heilen. Es gibt Doktoren, Ärzte, sie fahren nach Ruanda, nach Uganda, nach Somalia, nach Äthiopien zu hungrigen Kindern und machen denen Impfung und Spritze und alles. Das ist Chassidut. Sie müssen das nicht machen. Sie können bleiben in Uni-Klinik in Mainz oder in Frankfurt, aber sie suchen in ihrem Leben ideologischen Attraktion und sie wollen irgendeinen Sinn am Leben haben. Sinn bedeutet Chassidut. Etwas zu tun, speziell, besonderes. Okay. Oder wenn eine hat lieb zu beten, zur Synagoge, dann kommt er immer in die Synagoge, rechtzeitig, hat er seinen Platz. Es gibt Leute, wenn du siehst, wenn sie kommen in Beta Knesset, sie kommen, so wie Herr Katz, jeden Freitag, schön angezogen, weiße Hemd, hat er seinen Platz, immer an seinen Platz. Er hat lieb diese Mitzwe. Jeden Mensch hat lieb
eine andere Sache, ein anderer Bereich, ein anderer Punkt am Leben. Wenn ein Mensch kommt in die Synagoge, weil er will, dann betet er richtig, dann pappelt er nicht, dann freut er sich zu gehen, er geht, also weil das ist Chassidut. Chassidut bedeutet, du willst die Sache richtig machen. Du willst die Sache richtig machen. Oh, Shalom Aleichem. Tilala, lilala, lilala, lalala. Tilala, lilala, lalala, lilala. Frau Deitschi kommt heute ein bisschen spät. Was soll ich mit dir machen? Es ist nie zu spät. Du bist ein kluger Mensch, aber wo ist dein Uhr? Sag mir, wann ist dein Geburtstag? Schenke ich dir ein Säger. 25. Januar. 25. Januar ist der Geburtstag. Gut, eine gute Idee. Gut. Wir reden heute über Chassidut. Es gibt Chassid von Gebet, es gibt Chassid vom Denken, es gibt Chassid auch von Natur. Es gibt Leute, die sind Naturschutz. Sie haben lieb den Wald, sie haben lieb, sie achten, soll der Wald soll sein schön, sauber, nicht von Menschen vermasselt, verkackelt. Wenn es kommt von tiefen Ideologie für die Welt, nicht von sich zu profitieren, ist eine gute Sache. Eine gute Sache. Ich rede nicht jetzt Politik, Grünen oder so, aber die Idee an sich, sehr gut. Wenn ein Mensch wirklich interessiert, Chassidut, und er interessiert über die Welt, über die Natur, sehr gut. Also Chassidut bedeutet, ein Mensch, der tut etwas ohne Grenze, mehr als er braucht, so wie es steht geschrieben, in Tehillim, Kapitel 10, im Chassid, Titchassad. Wir werden heute lernen über verschiedene Chassidim. Über Leute, die wirklich mehr getan, als das, was sie machen. Ob es ist jetzt in Gedanken, oder in Wörter, oder da-di-da-dim, da-da-dim. Hallo Shlomo. Hallo Michael, es ist schön, dich zu sehen. Freut mich auch. Wo warst du heute die ganze Zeit? Hat ein bisschen gedauert heute. Es hat ein bisschen gedauert. Es ist deine Sache. Es ist schade, dass du spät kommst. Es ist später heute. Wo ist deine Uhr verschwunden heute? Wann ist dein Geburtstag? Sag bitte uns. Es war doch vor 2 Wochen. Geburtstag? Vor drei Wochen. Dann müssen wir warten ein ganzes Jahr, bis du kriegst ein neues Uhrgeschenk. Ah. Wie spät ist das bei dir, Frau Deitschik? Zehn und fünfzig. Gut. Dann wir lernen heute über Chassidut. Chassidut bedeutet, zu tun etwas mehr, als man braucht. Und wir beginnen mit der ersten Story. Es war ein Mann, der hieß Josef. Der war Chassid. Er hat sehr stark geliebt Schabbat. Was hat er am meisten geliebt am Schabbat? Ein frischer Fisch zu kaufen. Ein guter, ein frischer. Ein heutiger Fisch. Shalom Aleichem. Es war neben ihm ein Nachbar, der war sehr reich. Und er ist gegangen zu einem Astrolog.
Und der Astrolog hat ihm gesagt, alles, was du hast, Josef Mokir Shabbat wird bekommen. Und er hat gekauft seine ganze Vermögen und gekauft einen Diamant. Diamant. Und gelegt den Diamant unter die Schlappe, unter die Mütze. Und gegangen auf die Brücke. Und der Wind hat beschleunigt die Mütze auf dem Wasser. Und es gekommen ein Fisch und gegessen den Diamant. Es war Freitag. Kommt ein Fischer zu Josef und er sagt, ich opfer dir einen Fisch, Maschu, Maschu, Delikatesse. Josef hat gesagt, davai, gib her, Chassid, er spart nicht am Schabbat, er will die beste Fisch, er kauft nicht jetzt irgendeine Seelachs vom Supermarkt, irgendeine Bakala, irgendeine billige Filet. Shabbat, er will teure Fisch. Und er macht seinen Arm und schneidet den Bauch. Und er findet drinnen einen Brillant, einen Brillant. Josef hat gefunden einen Brillant. Einen Brillant. Und er ist geworden sehr reich. Was hat er gegeben für den Fisch? Kleingeld. Was hat er gewonnen? Viel Geld. Warum? Weil wenn jemand ist Chassid, wenn jemand tut etwas mit Hingabe, mit Überzeugung, mit Liebe, Hashem wird ihm von ein bisschen und ein bisschen machen einen großen Schüssel. Verstanden? Okay. Das wollen wir heute lernen. Wir beginnen heute mit Chassid von Shabbat. Chassid von Shabbat, der kauft zum Shabbat ohne zu kalkulieren. Die beste Fleisch, die exklusivischen Fisch, er geht die beste Bäckerei, die beste Konditorei und die beste Delikatessgeschäft. Weißt du, was ist Delikatessgeschäft? Boah, du gehst da rein. Was gibt in einem Delikatessgeschäft? Saure Gurken, saure Tomaten, Sardinen, Anchovy, Hering. Verschiedene Hering. Hering von Russland, Hering von Niederland, Hering von Skandinavien. Ein großer Hering mit dem Kopf, mit dem Fess. Schön, oder? Mhm. Und er sagt, der Mann im Delikatessgeschäft, mach mir bitte eine schöne Fischplatte. Ein Plattkele. Oh. Schneiden, a Filetkele, a la Kerda, Kilkes. Weißt du, was ist Kilkes? Ja. Kilkes. Ja, gute Sachen, schwarze Maslines, ja. gute Sachen, a Platte. Für was? Für Schabbes. Er spart nicht. Er geht zum Getränkegeschäft und er sagt, gib mir einen guten Wein. Gib mir einen guten Whisky. Und er sagt, sie do verschiedene Whisky. Sie do a Reute, a Schwarze, a Bläue, a teure Whisky. Was will er kaufen? A billige Whisky? Zu Shabbat? Oder a leckere? Lecker. Leckere, warum? Weil er ist ein Chassid. Am Shabbat spart er nicht. Delikatesse, die beste. Wein und Whisky, die beste. Kauft sich ein Bitter Lemon. Tomatensauce, Tomatensaft. Weißt du, was ist Tomatensaft? Man kann machen Bloody Mary. Weißt du, was ist Bloody Mary? Wodka mit ein bisschen Tomatensaft. Wollen wir machen hier Bloody Mary? Nächste Woche? Habt ihr Lust? Machen wir. Erinnerst du mich? Wir machen nächste Woche hier Bloody Mary. Mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Wir machen Asimche. Asimche. Chassid von Shabbat überlegt sich nicht, was er kaufen will.
Er macht nicht eine Kalkulatie, er rechnet nicht, er guckt nicht jetzt in seine... er kauft mit Breitkeit, mit Offenheit, mit Asimche. Und er sieht nicht am Schabbes Vorbereitung ein verschwundenes Geld. Er sieht das als, er ist Chassid, was haben wir gesagt, was ist ein Chassid? Chassid ist einer, der hat ein Projekt in seinem Leben, wo er hat lieb und er ist bereit, auf diese Sache auszugeben. Warum? Weil er liebt die Sache. Ich kenne einen Mann aus Bad Homburg, der ist ein leidenschaftlicher Fotografer. Weißt du, was ein Fotografer? Macht Fotos. Was macht er die ganze Zeit? Spart Geld und kauft eine Kamera. Ich habe ihm gesagt, einmal, mein Freund, Ziros, was brauchst du so viele Kameras? Hä? Sagt der Schleume, sieh da ein kleiner Strunkel und ein großer Strunkel und ein ganz großer Strunkel. Und man kann machen, und es ist ein ganzer, wenn jemand kommt rein in diese Welt von Fotografie, sieht er, dass die Himmel ist die Grenze. Versteht ihr? Warum? Weil er hat das lieb. Er hat das lieb. Er ist bereit zu investieren. Er kauft als ein Stand und als ein Flash. Flash. Und also, und also. Ich verstehe dich. Bei mir Kamera ist Kamera. Aber bei ihm ist nicht Kamera Kamera. Er könnte genau sagen, was ist der Unterschied zwischen Canon und Philips und diese Firma und diese Firma. Warum? Weil er ist ein Chassid von Kamera. Chassid bedeutet Hobby. Was ist Hobby? Hobby bedeutet, ich habe etwas lieb, auch wenn ich hab davon gar nicht. Versteht ihr, was heißt Chassid? Genauso wie es gibt weltliche Sachen, gibt es auch himmlische Sachen. Es gibt Leute, die haben Hobby von Briefmarke sammeln. Briefmarken. Nun, für mich Briefmarken ist Briefmarken. Geht man rein, legt man und Shabbat Shalom. Als Kind habe ich ein bisschen gesammelt. Ich weiß nicht, bis heute, wo ist das verloren? Mhm. Du hast auch gesammelt? Auch, ich auch. Und wo ist die Album? Ich glaube, ich habe noch ein Album, glaube ich. Zeigst du mir? Kann ich irgendwann mal machen. Tu das. Hast du auch gesammelt? Hast du das noch? Nein. Wo ist das? Bei meinem Sohn. Bei deinem Sohn. Oh. Schön von dir. Hast du gesammelt? Briefmarken? Ja. Auch? Ja. Frau Anna? Nein, mein Bruder. Dein Bruder hat gesammelt? Haben Sie gesammelt? Nein. Sammle Bücher. Sie sammeln Bücher? Da. Sehr schön. Ich kenne einen, der sammelt Geldscheine. Nein, ich rede nicht jetzt Geldscheine von vielen Geldscheine dieselbe. Von jedem Land. Habt ihr verstanden? Nicht jetzt Geld sammeln nur von derselben Schein. Sie sammeln Bücher. Respekt. Und Josef ist ein Chassid von Shabbat. Jahrelang, Josef war bekannt in der Stadt, dass jeder weiß, Shabbat ist Josef. Schöne Kerzen, Josef. Schöne Kuchen, Josef. Sogar die Fischer in die Market wissen, wenn sie oben einen schönen Fisch, wer will das kaufen? Wer ist bereit, Geld zu legen auf Shabbat? Josef. Und dann die sind zu ihm gekommen. Und weil er hat das gemacht, so mit Überzeugung, er hat geöffnet den Fisch. Und was hat er gefunden im Bauch von dem Fisch? Brillant. Was ist brillant? Brillant ist ein Diamant. Tief in die Erde, Hashem hat kleine Steinerlach gemacht, die sind sehr teuer und sehr wertvoll. Was bedeutet wertvoll? Wertvoll bedeutet, wenn einer ist in seinem Leben,
etwas ist sehr, sehr wert. Und das ist eine gelungene Investition und sie heißt Shabbat. Verstanden? Also Josef hat nicht gespart am Shabbat. Es gibt Leute, die gehen kaufen vor Shabbat Blumen. Blumen für zu Hause. Nun, man kann verschiedene Blumen kaufen. Man kann kaufen Blumen 2000, so billige. Und man kann gehen zu einem schönen Blumengeschäft und sagen, hey, ich will diese Rose, diese Rose, diese Rose, ich will 7 Rosen. Und du nimmst die 7 geschlossene Rosen. Und du sagst, ich will auch Schleierkraut, so weiße. Ich will noch diesen Pflanzen. Können Sie mir das bitte einbieten? Es gibt einen Beruf. Dieser Beruf heißt Floristin. Auch auf Deutsch? Floristin? Schöner Job, schöner Job. Sehr, sehr schöner Job. Floristin hat er Russisch auch? Floristin? Auch in Hebräisch. Floristin. Was macht die Floristin? Sie kann machen Ästhetika für die Augen. Eine schöne Sache. Jetzt, was ist schöner zu Hause am Schabbestisch? Blumen 2000, paar Blumenlach, wo jeden Kopf macht Asoi. Weißt du, die Kopf von die. Ja, der macht so. Oder, wenn die Rosalach steht, jeden eine. Wie eine Kanone. Was ist schöner? Eine schöne oder eine schwache. Es gibt verschiedene Blumenrosen. Es gibt die einfachste und es gibt die du hast lieb. Okay? Josef hat nicht gespart an Blumen von Shabbat. Und die Mitzwe, was er hat gemacht, er ist geworden sich selbst in diese Mitzwe. Gut, das ist die erste Geschichte. Jetzt kommt die zweite Geschichte. Es war ein Chassid, der gewohnt nicht weit von Jerusalem. Und seine große Freude war, zu Menschen zu geben Wasser. Wasser. Einen kalten Trunk. Einmal seine Tochter wollte heiraten und sie ist überschwommen. Und dann hat man gesagt, das ist ein Chassid. Er gibt Leute Wasser und seine eigene Tochter ertrinkt sich in Wasser. Kann doch nicht sein. Das ist ein Chassid. Der Mann hat genutzt seine Zeit, zu geben Leute Trunk, Wasser. Und er wollte sich nicht glauben, dass seine Tochter ist tot. Und zum Schluss, sie hat von der Überschwemmung gelebt. Warum? Weil es kann nicht sein, in die guten Sachen, was er tut, Gott soll ihn mit dieser Sache bestrafen. Das ist der zweite Beweis. Wenn du tust was Gutes, Hashem wird dir schützen. Jetzt gehen wir zu der dritten. Wir haben 4 Stück heute. Die erste war von Josef, von Shabbat. Die zweite war von der hat Wasser verteilt und seine Tochter hat gerettet. Jetzt kommt die dritte. Es war ein Chassid, der geht spazieren am Shabbat in seinen Garten und er sieht ein Loch in die Mauer, in die Zaun. Und er beginnt im Gedanken zu denken, wie soll er es reparieren? Und dann sagt er, oi weh is mir, ist doch Shabbos. Ich werde das nicht reparieren. Er kommt nach ein paar Wochen und er sieht auf diesem Loch, es ist gewachsen, so ein Strauch,
Die bringen so in kleine Früchte, Körperen. Weißt du, was ist Körperen? Weißt du, was ist Körperen? Ich weiß nicht, ob ich sage richtig. Das ist so eine Delikatesse, Körperen, oder? Es gibt so Königsberger Klopse. Und es gibt so kleine Grüne. Das ist so eine Dose, Delikatesse. Wie? Körperen? Körperen, Körperen. Kleine Grüne, Karpen. Karpen? Ja. Mhm. Karpen, weißt du, was ist Karpen? Ja, das kenne ich, ja. Das ist ein Delikatess, stimmt? Mhm. Mhm. Ein teurer Strauch. Und Hashem hat ihm gemacht eine Zalaf, so eine Karpen. Was habe ich gesagt, Karpen? Nein, Karpen ist Body. Karpen. Karpen? Karpen. Karpen. Gut. Okay. Die Sachen von der Mensch sind verteilt auf drei. Handlung, Sprache und Denken. Es gibt immer Regeln, was muss man tun, was muss man nicht tun. Was soll man sagen, was soll man nicht sagen. Aber es gibt auch Gesetze, was soll man denken und was soll man nicht denken. Am Schabbes soll man denken nur über Schabbes, nicht über Geschäften. Und der Mann, der war Chassid von den Gedanken. Der hat gedacht, Mensch, was ist mit mir passiert? Wieso am Schabbes denke ich über reparieren meinen Garten? Und er wollte es nicht mehr reparieren. Was hat ihm Gott gemacht? Eine Wunder, es ist bei ihm gewachsen, ein Karperenbaum. Und er hat davon gemacht ein Delikatess. Karperensoße heißt das, ja? Eine gute Sache. Eine gute Sache, hast du schon mal gegessen? Ja. Wo? Ja, bei Eltern noch. Eltern haben gemacht Karperensoße. Mhm. Bei euch auch? Eltern. Auch in Russland isst man Karperensoße? In Deutschland? Aber in Deutschland habt ihr gesehen, es gibt so weiße Frikadellen, weiße Koteletkes und legt man oben so eine weiße Soße. Und das heißt Karperensoße. Der Mann, steht geschrieben, ist ein Chassid von seinen Gedanken. Und er ist für uns eine Inspiration. Und es ist ihm geworden ein Wunder. Warum? Ah, und von diesem Strauch hat er Menschen noch verkauft, hat noch Geld verdient. Weil wenn jemand ist ein Chassid, er gewinnt davon viel. Jetzt kommen wir zu der letzten Geschichte. Wir haben gesprochen über Schabbat, wir haben gesprochen über Wasser, wir haben gesprochen über Gedanken am Schabbat. Und jetzt kommen wir dem letzten Chassid über Tfila, über Gebete. Es war ein Chassid, der hat gestanden auf dem Weg und hat gebetet. Es ist gekommen ein Hegemon, ein Minister, der hat ihm gesagt Shalom und er hat ihm nicht geantwortet. Und wenn er hat sich beendet, die Gebet, sagt ihm der General, Dummer, steht geschrieben, du musst dein Leben aufpassen, ich würde dich umbringen. Sagt er, hör mal zur Gesundheit, Chaim Tovim. Ich stehe vor, dass alle Könige, wo soll ich dir jetzt antworten? Stell dir vor, du stehst vor dem König und ich sage dir, guten Tag, antwortest du mir? Wenn du bist vor dem König, ist alles da. Und er war bereit zu verstehen und er hat ihn geschickt nach Hause. Chassid von Tfila bedeutet eine, der betet vom Herz. Was bedeutet beten vom Herzen? Das ist Glauben, dass Hashem wirklich hört, was passiert. Letzte Woche, am Freitag, hat mein Sohn Moti, soll gesund sein, Führerscheinprüfung gehabt. 10 Minuten vor, es war um 10 Uhr am Freitag. 10 Minuten vor 10, ich gehe rein in Internet, ich mache Tfila le Test, ein Gebet für Test. Vielleicht gibt es irgendein Gebet. Da gibt es ein Gebet von Rav Mordechai Eliyahu.
Aber dieses Gebet ist für derjenige, der wird geprüft. Und er sagt beim Gebet, bitte Hashem, hilf mir ruhig zu sein, ohne Nerven, ohne Strapaze, ohne schlechte Passierungen unterwegs, dass ich mein ganzes Leben immer gut Auto fahre. Und so ein schönes Gebet, ohne Hashem Oishiono, ohne Hashem Aslichon. Und da habe ich gesagt, Mensch, ich würde dieses Gebet beten. Für ihn. Da habe ich gesagt, Hashem, bitte, schenk meinem Sohn Ruhe, Gelassenheit, Zuverlässigkeit. Soll ihm nichts passieren. Keine komische Auto nebenan. Gut gelaunte Prüfer. Soll nicht irgendein frecher Fahrradfahrer soll ihm zwischen die Füße rennen. Soll nicht ein Kind laufen nach einem Ball. Soll nicht irgendeine Katze, weiß ich, soll nichts Schlimmes passieren. Habe ich gebetet, Hashem, wirklich vom Herzen. Um 11.30 Uhr kommt mein Sohn mit so einer rosa Karte, hat er Führerschein. Was habe ich gesagt, Hashem? Todaraba. Was ist Todaraba? Was ist Todaraba? Спасибо. Danke. Und jetzt, wenn wir schließen, jeder wird sagen, wofür dankt er Gott? Wir beginnen bei dir, Frau Deitschik. Wofür danken Sie Gott? Let me know, please, one thing that you thanks God. Meine Kinder gesund sind. Sie danken Gott, weil deine Kinder gesund sind. Dann danken wir Gott, dass die Kinder von Deutschi gesund sind. Sollen sie gesund bleiben. Amen. Michael, für was bist du Hashem dankbar? Für was bist du dankbar? Für was willst du Gott danken? Für was? Ja, fürs Leben. Fürs Leben? Mhm. Oh. Vechoila chaim yoiducho selo. Ich danke fürs Leben. Für was danken Sie? Für alles, was ich habe. Was? Für alles, was ich habe. Für alles, was ich habe. Mhm. Sie danken für alles, was ich habe. Schönen Dank. Sie danken auch fürs Leben. Für was danken Sie? Sie danken für die Gesundheit. Sie danken für Ihre Gesundheit und die Gesundheit von den anderen. Misha, für was danken Sie? Gesund allemen. Gut, dann liebe Leute, wünsche ich euch alle gesund und stark und dass wir danken Hashem auf seine Wunder, das er tut mit uns jeden Tag noch anand. Auf dein Chut shel Chesed, auf dein Getlach Efudim, auf jeden Otem, sag ich moide hani, wie viel kenne ich in danken dir für alle Chassudim. Wie viel können wir Hashem danken für so viele gute Sachen, die er tut und macht, und tut mit uns jeden Tag noch anand. Jeden Tag. So viel gute Sachen. Auf jeden Atem. Wir atmen. Wir sehen. Wir hören. Auf jeden Sache müssen wir sagen. Adank. Todaraba. Spasiba. Thank you very much. Merci beaucoup. Dobra chwala. Gracias, adios. Welche noch Sprachen können Sie zu sagen Danke? Cinco bardo. Cinco bardo. Barzo.
Dżingu bardzo jest polnisz, oda? Dżingu bardzo. Dziękuję. Dżingu bardzo. Welche noch Sprachen könnt ihr sagen? Dankeschön. Parakali, parakalo, jaso. Welche noch Sprachen? Kannst du noch Sprachen Dankeschön zu sagen? Wie sagt man auf Slowakisch? Dziękuję. Dziękuję. Ukrainisch auch? Dziękuję. Dziękuję. Jakoje. Dziękuję. 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 Gut, dann wünsche ich euch alle Dziękuję. Wie sagt man auf Persisch Danke? Hey. Wie sagt man auf Persisch Danke? Shukran. Shukran, nein, Shukran ist Arabisch. Shukran. Gut, dann nächste Woche, so Gott will. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Und was haben wir nächste Woche zu trinken? Bloody Mary. Wir werden haben Tomatensaft mit einer guten kalten Wodka, mit Eis, mit Pfeffer, mit Salz, mit Zitrone auch? Opa! Du kennst alle Geheimnisse, mit Zitrone kenne ich nicht. Ich habe Deutsche Papier und Union Schule gemacht. Was hast du gemacht? Deutsche Praktika Union. Deutsche Praktika Union? Deutsche Barkeeper? Barkeeper. Ah, Barkeeper Union. Du hast gemacht Deutsche Barkeeper Union. Du hast gelernt, wie zu mischen.